Wirksame Hausmittel gegen Gesichtsschwellung. Bei einem geschwollenen Gesicht kann eine Maske mit Quark sehr hilfreich sein. Streichen Sie naturbelassenen, zimmerwarmen Quark etwa einen halben Zentimeter dick auf ein Geschirrtuch oder Küchenkrepp und schlagen es ein. Dann legen Sie das Päckchen für einige Minuten auf die geschwollene Stelle. Sind am Morgen die Augen geschwollen, bieten frisch geschnittene Gurkenscheiben schnelle Abhilfe. Auf die geschlossenen Augen gelegt, haben diese einen kühlenden und zugleich feuchtigkeitsspendenden Effekt. Alternativ bietet sich eine Augentrostkompresse gegen die Schwellung an. Bereiten Sie hierfür aus 2 Teelöffeln Augentrosttee und 200 Milliliter kochendem Wasser einen Aufguss zu und lassen Sie diesen 10 Minuten ziehen. Sobald der Tee etwas abgekühlt ist, tauchen Sie ein Wattepad hinein, drücken es leicht aus und legen es auf das geschlossene Auge. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de.